Naja, also bei mir ist es relativ kunterbunt, weil ich schaue mir einfach auch ganz normale Unterhaltungsfilme an. Ich habe viele Filme die letzten Jahre gesehen, die sich um München und Bayern drehen. Aber heute freue ich mich tatsächlich auf einen französischen Film, der zwei exzellente Schauspieler, Juliette Binoche und Jean-Claude Depardieu, als Hauptdarsteller hat, den einfach anzuschauen. Wie gesagt, mal schauen, ob ich alles verstehe. Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet in den vielen Jahren. Naja, für mich ist es einfach ein wesentlicher Bestandteil unseres Kulturstundenplans in dieser Stadt. Wir, glaube ich, alle Münchner mögen das Filmfest. Das sieht man ja auch immer an der großen Beteiligung. Und es ist einfach die Chance für viele Münchner, mal eine große Anzahl von Filmen hintereinander zu sehen, öfter ins Kino zu gehen, als man es vielleicht normal tut. Und auch Filme zu sehen, die man sonst nicht jeden Tag im Fernsehen sieht. Und deswegen glaube ich, ist es auch ein so erfolgreiches Festival. Es wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Ich kann der Familie nur gratulieren und ich freue mich auf die vielen Besucher.